Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in den letzten Folgen haben wir hier einiges wieder umgebaut bzw. erweitert und auch hier unseren ersten großen Terminal gebaut, der echt relativ groß ist. Jetzt ist es an der Zeit, hier alles ein bisschen weiter vorzubereiten, damit alles schön läuft. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal wieder den Straßenbelag. Irgendwie scheint das gerade alles relativ hell. Irgendwas passt bei dem Spiel, habe ich das Gefühl gerade nicht. Also, warum leuchtet... Also, weißer Boden. Hehe, da war was. Shit. Ist das hell. So. Jetzt ist es gerade so, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir das hier verbinden. Damit das Ganze auch genutzt werden kann in Zukunft. Weil hier sind ja die zwei Bahnen jetzt fertig. Alle ready. Jetzt müssen wir die nehmen, entsprechend nur noch verbinden. Und aktuell ist es so, dass die hier hin müssen irgendwie. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie hier gebacken kriegen. Weil sobald ich das hier anfange abzureißen, gibt es keinen Way to go back. Und das ist relativ heavy. Gefährliches Gepäckstück. Ihr könnt mich mal mit eurem gefährlichen Gepäckstück schon wieder. Ah, oh ja, ich merke. Da sind ein paar Bauarbeiter unterwegs. Und bauen eventuell den Flughafen so ein bisschen aus. Ups. Da sind so ein bisschen unterwegs. Die Welle an Mitarbeitern ist schon toll zu sehen. Wir starten jetzt mal. Ich habe die ja gleich schon alle eingestellt. Und fahren die hoch. Fahren da für dich runter. Gut. Und jetzt versuchen wir im Schnelldurchlauf. Ja, ihr werdet jetzt alle kurz meckern, dass es hier keinen Flughafen gibt. Und pipapo, es gibt aber einen. Ich weiß gar nicht... Ich weiß nicht, was die haben. Hier ist ein Anschluss. Abriss. Fahren lassen. Ja. Ihr habt von mir einen neuen Start- und Landebahn bekommen. Das wird doch wohl hoffentlich funktionieren. Wir sind alle gerade ein bisschen überfordert, das Gefühl. Wo sind denn die Bauarbeiter schon wieder hin? Wo sind die Faulenzer? Da ist einer. Wo ist der Rest? Da rennen ein paar rum. Denn ist immer noch keiner. Ah, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was die haben. Start- und Landebahn. Hallo? Ah, ich sollte vielleicht auf kommerzielle Flüge gehen, glaube ich, ne? Ja, ups. Das hat ja was mit kommerziellen Flügen zu tun. Huhi. Tauscht mal schnell die Flugzeuge aus, bitte. Hoppala. Da ist mir eventuell Missgeschick passiert. Stellen wir schnell die Flugzeuge auf ihren Platz. Jetzt muss hier schnell gewartet werden, bis alles wieder frei ist. Aha, das nächste Flugzeug. Na komm, baut es ab, dann ist das alles nicht mehr so schlimm. So, wir tun jetzt auch noch schnell hier die alten Strecken abreißen, die keiner braucht. Aktuell unnötige Strecken werden natürlich entfernt. So. Und dann brauchen wir mehr Straße. Als erstes muss das hier also vollgebaut werden. Zack, bis nach da vorne wird alles verbaut. Jetzt haben die erstmal einiges zu tun. Rennen die jetzt alle los? Wo sind sie denn? Ja, da geht's los. Die Baumeister rennen schon los. Ab in die Stelle rein. Laufen die einfach durch oder werden die gecheckt? Ne, die laufen einfach nur durch.
können wir mal bitte kurz vorbei? Wir haben ja was zu tun. Gehen denn die Teilweise raus? Holy shit, okay. Ah ne, die gehen da schon wieder rein. Die holen das Zeug jetzt, was sie brauchen. Wo gehen die anderen raus? Wo bleiben denn die? Wo kommen denn die raus? Ah, doch, die kommen hier oben raus. Army, assemble! Die kommen einfach aus den Türmen raus. Wir haben noch mal was zu tun. Bitte lasst uns schnell vorbei. Dankeschön. Solange die Einfahrt fertig baut, bin ich happy. Aber wegen vielen Arbeitern hier sollte das relativ flott gehen. Vor allem erstmal einen doppelseitigen Eingang zu bauen. Oh, jetzt fangen die hinten an. No. Macht hier erstmal fertig. Wartet mal. So, jetzt ziehen wir das erstmal hier vor. Ich werde jetzt einfach wirklich das hier so runterziehen. Und so machen, dass du hier aber nur... dann runterfahren kannst auch. So. Hier nochmal definieren, in welche Richtung das geht. So, no entry in die Richtung. Auch hier nochmal die Richtung festlegen. Das ist both way. Dann sollte das alles gut funktionieren. Wenn es dann einigermaßen fertig wird. So, die neue Strecke definieren. Gut. Und die kriegen natürlich dann... Ah, das geht noch nicht. So. Damit sollten sie auch hier schnell rumfahren können. Oh, die nutzen noch das. Akzeptieren. Notfall. SOS-Signal auf Landebahn 4. Guck mal, wir haben noch ganz viel Platz hier frei. Was? Kann diese Parkposition nicht zugeordnet werden? Warum? Ah, das ist für kleine. Ups. Warte mal. Wir kriegen hier noch einen Platz. Was wollt ihr denn von mir? Am nächsten Flug oder läuft nicht einen anderen Flug? Normalerweise kann ich hier immer zuweisen. Normalerweise ging es immer. Erzähl mir, als ob das jetzt nicht gehen würde. Flugst du nah am nächsten Flug oder läuft mit einem anderen Flug an einem anderen Tag? Hä? Ich weiß nicht, was sie haben, aber ich muss das doch jetzt zulassen, oder? Ich kann nicht... Irgendwie ist das jetzt ganz anders wie früher. Was ist, wenn ich jetzt sag, du hier Flug annullieren? Ja. Das mag die Fluggesellschaft nicht, aber okay. Ist doch ein verspäteten Flug belegt. Ach, leck mich doch. Was ist denn gerade frei? Das sind die kleine Landebahn, da kann das Ding ja nicht hin, ne? Flug kann hier nicht zugeordnet werden. Wenn ich jetzt wieder die Hälfte cancel, ne? Kriege ich einen Anfall. Ist doch ein verspäteter Flugbeleg. Welche Stand 17? Was ist denn jetzt wieder 17? Es müsste dann irgendwo hier hinten sein, oder? 28, 29, 30, was? 13, 18, 19, 17. Flugzeug freigeben. Push das Flugzeug weg.
Flugposition 17 ist frei jetzt. So. Hä? Wo ist jetzt der Notfallflug hin? Och, leck mich doch. Nur weil ich schnell was... Ich hab grad Geld verloren und Reputation, obwohl meine Reputation ja eh scheiße ist. Was haben sie denn jetzt? Landebahn nicht verbunden. Warum nicht? Warum ist die... Hä? Ach so, weil ich aktuell den Schutz hier reingebaut habe, ne? Hihi. Huch. Beide Rechnungen freigeben. Entschuldigung. Hab vergessen. Ich war zu übermutig. Hoppala. Deswegen habe ich jetzt Geld verloren. Scheiße. Das war ein bisschen Geld, was ich auf die Nase geknallt ist. Hups. Das war so eigentlich nicht der Plan, aber ja. Das ist jetzt leider so gewesen, hoppala. Also sollten die dann hier auch bald reinkommen. Wenn die jetzt hier das einigermaßen fertig kriegen, die Baumeister, dann sollten wir hier einen guten Plan haben. So, wie schaut es denn eigentlich oben bei unseren... Ne, nicht unten, oben. Ist der Laden noch besetzt? Wenn ja, wie schaut's aus? Oh, nicht gut. Die verkaufen nicht wirklich viel. Irgendwie ist der Laden nicht so im Hype. Verstehe ich noch nicht ganz. Die sind voll im Hype. Also der hier unten... Oh, der ist, da ist gar keiner drin. Hoppala. Habe ich hier irgendeinem, den das passt? Ja, Biel und Bier. Unterzeichnen. Biel und Bier soll jetzt hier anfangen. So. Wir haben hier einen kleinen Verkehrsstau, wie es ausschaut. Dann werden wir aber dasselbe jetzt hier anfangen wie hier drüben. Und hier so Schrägen einbauen. Auf welche Höhe habe ich das gemacht? So. Und dann sollte vieles einfacher werden. Die nutzen immer noch... Ah, der ist der Erste, der so nutzt. Auf was wartest du jetzt? Oh, nö. Wie funktioniert das denn? Ich versuche zwar effizient zu bauen, aber das ist jetzt nicht mehr effizient. Das ist ja Todeskarambolage und so. Holy shit. Die Ausnahme für den Flughafen, der Gewinner ist nicht wir. Der Gewinner ist, sehr geehrte, die Jury, Flughafen. Wo sind wir denn? Ich glaube, wir sind da nicht mal drauf. Ein Preisgeld in Höhe von 2 Millionen. What? Was habe ich denn für Gesamtbewertungen? 79. Und ich bin da nicht drauf! Okay, korrekt zerstört des Zeugs ist vielleicht in letzter Zeit echt ein bisschen schlecht, irgendwie. Aber das verstehe ich noch nicht so ganz. Irgendwas mache ich hier falsch. Wie? Es ist doch alles Beton. Ich weiß nicht, was ihr habt. Also irgendwas mache ich wohl falsch, aber irgendwie taugt sie nicht. Das Objekt muss geschlossen. Ah, okay, damit ich die Richtung wahrscheinlich wechseln kann, ne? So, Leute. Erstens, auf dem Rollfeld bitte keine Kartons stehen lassen. Die Leute wollen hier fahren und nicht holpern. Und zweitens, wie lange braucht ihr noch? Ihr braucht eigentlich nur diese drei blauen Teile hier zu machen. Dann wäre alles gut. Ja, nur noch zwei. Ja, ihr geht in die richtige Richtung. Was?
Was für einen Verkehrsstau habe ich denn jetzt schon wieder angerichtet? Ach du heiliges Kanonenrohr, ist das kompliziert. Auf der A3 ist mal wieder ein Stau gemeldet worden. Es kommt hierbei zu Verzögerungen. Also schön, ich mache Geld und alles, aber what the fuck habe ich hier angestellt? Warum? Auf was wartest du? Es ist alles frei. Fahr einfach. So, wir sperren jetzt dich für die eine Richtung. So, die paar Jahre sind die ersten, die jetzt richtig fahren. Gut. Nicht so. Nicht wieder, kaputtes Flugzeug schon wieder. Alter. Okay. Noch ein Notfall, ja, heilige Witzka. So, wir machen jetzt auf jeden Fall schon mal Plus, das ist gut. Jetzt will ich schauen, wie ich das große Rollfeld baue. Beziehungsweise die große Landebahn. Würde die halt lieber hier irgendwo oben platzieren, oder? Hier so irgendwie. Platzieren jetzt auch einfach hier so. Und wenn die Rollfelder in Zukunft auch so gebaut wie sein soll. So schaut's aus. Hier ist auch alles busy. Eieieiei. Das müssen wir dann hier alles ein bisschen noch überarbeiten. Na, Rollfeld. Wir umbauen jetzt das Rollfeld. Beziehungsweise die Baustelle hier. Eigentlich bis hier vor ist ja mittlerweile so Rollfeld geworden. Wie viel kostet das? 500.000, holy shit, okay, wir machen erstmal den Bereich hier dann noch fertig. Die Verbindung dahin muss natürlich auch noch gebaut werden. Wie breit bist denn du eigentlich? 16. Machen wir es 18 breit. Das wird eine ganz schön teure Angelegenheit, ich sag's euch. Hier scheint ich schon gut am Basteln zu sein. Also Respekt. Was hast du? Du hast ein Radar, ne? Weil die Wetteranlage müssen wir dann leider abbauen. Die ist ja leider im Weg. Wie gesagt, Hangar setzen wir dann nach hinten alle hin. Ich würde zwei kleine, drei mittlere und vier große oder sowas machen. Oder erstmal ein großes für den Anfang. Wird ja vollkommen ausreichen. Ja, die arbeiten aber schon, wie es ausschaut. Ich sehe bloß gerade die Minions irgendwie nicht.
Wahrscheinlich so ein einfacher Weg. Wie schaut es denn mit der Start- und Landebahn aus? Oh, die ist fertig. Wie gesagt, Plan wäre ja, dass am Ende hier drüber wirklich die, dass hier alles wieder abgerissen werden kann und wir nur noch mit 4 von denen hier bestückt arbeiten können. Und dann halt das Gebiet hier als Rollweg und alles verwenden können. Wie gut das funktioniert, werden wir dann sehen. Ich habe bloß aktuell keinen Plan, wo meine Baumeister denn sind. Irgendwo müssen die hackeln. Ah, da arbeiten sie schon. Schauen. Sie sind schon am Entwickeln von der von den Fahrwegen. Aha. Ja, der Verkehr läuft aber einigermaßen, ne? Ich würde irgendwie gerne sagen, hey, hä? Wenn du unbedingt willst, kannst du auch von hier nach da abbiegen. Was eigentlich, wenn ich so baue? Ah ne, dann wird es wieder sowas, ne? Also teilweise verstehe ich die Bauweise hier nicht. Echt schlimm. Heutige Betriebs... Ja, ich habe viel Geld ausgegeben. Ich weiß, das war teuer. Das war sehr teuer, aber wenn die großen Flugzeuge erstmal kommen, dann ist das ein ganz anderes Level. Wo arbeiten die jetzt schon wieder? Na gut, Leute, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.